herzlich willkommen bei Fitorial und Video 26 von 30. Heute kein Workout, wir sitzen ja auch auf einer Tischtennisplatte. Und sitzen ist doch schon das Stichwort, oder? Das ist schon das Stichwort. Wir wollen heute mal übers Sitzen sprechen und das ist auch so ein Thema, was ich mit reingebracht habe, weil ich da auch irgendwo so ein bisschen ein Leidtragender bin. Aber das sind die meisten von uns. Das sind die meisten von uns. Vielen ist das vielleicht gar nicht so klar. Das viele Sitzen ist tatsächlich ein riesiges Problem, was wir heutzutage häufig haben. Das hängt ein bisschen vom Job natürlich ab. Ich als Videographer, Content Creator sitze sehr viele Stunden vorm Rechner, schneide auch diese Videos zum Beispiel und das meistens in einer sehr schönen Körperhaltung, die so ungefähr so aussieht. Ja, das kenne ich aus meinem Bürojob auch. Ja, und wie bei fast allen Sachen, die man so macht, die Dosis ist das Gift. Und wenn man halt nicht aufpasst, dann sitzt man vielleicht mal schnell 8 Stunden in einer verkrümmten Körperhaltung. Ja, oft auch noch in derselben Position. Manchmal hilft es ja schon so ein bisschen, einfach die Sitzart mal vorgelehnt, dann zurückgelehnt, mal wieder super aufrecht. Das macht man automatisch, weil der Körper nämlich irgendwann Alarm schlägt und sagt so, sag mal, willst du dich nicht bewegen? Dann fängt man an, da so ein bisschen sich zu bewegen und so weiter. Und ich möchte erstmal nur darauf eingehen, wie schlecht das eigentlich ist. Und zwar, das eine ist zum Beispiel diese nach vorne gefallenen Schultern. Ja? Also gerade wenn man Maus und Tastatur hat, dann hat man häufig eben genau diese Haltung. Und deswegen haben wir auch so häufig die Brustöffnung in der Dehnung dabei. Also das ist wirklich für mich so ein fast schon ein Geheimtipp, den ich mitgeben möchte. Gerade wenn man häufig eben das hat, wir brauchen etwas, was dagegen hilft. Das nächste ist, wir haben ständig... Ja, die Hüfte, die du angesprochen hast. Ja. Weil der Hüftbeuger, der setzt ja wirklich hier an und geht einmal bis hier hoch. Ja. Und der verkürzt einfach komplett. Wenn wir die ganze Zeit diese Beugung hier drin haben, ja. Ja, und was könnte man dagegen tun? Ich zum Beispiel habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das heißt, ich zwinge mich manchmal, den Tisch hochzustellen. Und dann stehe ich und schon habe ich nicht mehr das hier, sondern... habe hier mal eine Streckung drin. Genau. Das Beste, was man machen kann gegen die Beschwerden, die beim Sitzen auftreten, ist nicht sitzen. Es ist es klingt so einfach, es lässt sich häufig nicht so leicht umsetzen. Das ist das Problem. Ja, der Körper ist eigentlich nicht fürs Sitzen gemacht, aber ja, unser Arbeitsalltag besteht jetzt zu einem sehr großen Teil einfach aus sitzenden Tätigkeiten. Und da kommen wir dann nicht so drum rum. Der höhenverstellbare Schreibtisch ist eine Variante, um halt so wenigstens ein bisschen Abwechslung da reinzubringen und dem Körper was zu bieten. Aber ja, das hilft dann auch auf Dauer. Auf Dauer nicht. Und das Problem, warum ich es auch unbedingt hier mit in diese Challenge mit reinbringen wollte, ist, ich merke sogar, dass das viele Sitzen so meine sportliche Fähigkeit oder meine sportlichen Möglichkeiten sogar schon reduziert. Ja? Weil wenn ich viel sitze, dann kriege ich Beschwerden. Dann habe ich hier Verspannungen im Nacken. Und wenn ich dann zum Beispiel mit einer Verspannung Sport mache, dann kann es sein, dass ich mir noch dann wirklich ein richtiges Problem ins Haus hole. Das heißt, das ist nicht nur einfach nur irgendwelche blöden Beschwerden, sondern es hemmt uns sogar in der Ausführung unseres Sports und letztlich, um irgendwie fit zu bleiben. Ja, das ist so ein Teufelskreis nach unten. Und dann häufig, wenn es dann auch anfängt zu zwicken, dann wäre das Schlimmste, was man dann sagt, dann mache ich doch keinen Sport und irgendwann hängst du nur noch so rum. Ja, weil das ist halt bei manchen Leuten wirklich so gang und gäbe, dass die sitzen 8 Stunden im Büro und dann kommen die nach Hause und dann setzen die sich auf die Couch. Finde den Fehler. Ist sehr, sehr kritisch und deswegen einfach nochmal für euch als Erinnerung, wenn ihr auch dieses Problem habt, dass ihr extrem viel sitzende Tätigkeiten habt, dann werdet kreativ. Versucht euch irgendwie, macht euch einen Wecker, dass ihr mindestens mal einmal in der Stunde, alle 2 Stunden aufsteht, rumlauft. Um den Schreibtisch rum, was auch immer. Ja, Fitorial 5 einbauen, 5 Minuten zum Beispiel, ist schon mal optimal. Mal schön abrollen, die Vorbeuge wieder aufrollen, die Wirbelsäule liebt das. Und einfach diese Gedanken jetzt zum Thema Sitzen mal sacken lassen und gucken,
bin ich davon auch betroffen, also du jetzt, der das schaut, und welche Möglichkeiten habe ich, das vielleicht zu verbessern? Also ich kann nur sagen, die ganzen Optionen, die ich so reingebracht habe, mir hat das geholfen, vor allem halt das zwischendurch mal Stretchen, das Stehen und Sitzende Arbeiten zu kombinieren und tatsächlich auch beim Sitzen. Ich habe schon einen sehr, sehr guten Bürostuhl, aber auch da ist es so, man sitzt nicht soll nicht die ganze Zeit so sitzen. Es ist auch mal okay, zum Beispiel so komplett zu fläzen oder mal vorne, also die Variation macht's eben reinzubringen. Genau. Ja, ja. Und weil wir über das Thema Sitzen sprechen und weil viele von uns davon betroffen sind, schon mal so ein kleiner Teaser fürs nächste Video. Da haben wir uns das überlegt, wo wir genau die Zonen einfach mal schön dehnen und auseinanderziehen, die davon betroffen sind und die gerne verkürzen durch unsere sitzenden Tätigkeiten. Also freut euch drauf. Und damit dürft ihr jetzt aufstehen und nicht mehr sitzen und irgendein Alternativprogramm suchen, finden, was auch immer. Bis morgen. Ciao.